Ich sitze hier mit Juliane und Karl. Wir haben gerade den DigiCircle in Hessen, den ersten, begründet. Und ihr habt ein spannendes Leuchtturmprojekt vorgestellt, was ihr eventuell machen wollt. Juliane, erzähl doch kurz mal, was ihr vorhabt. Wir wollen in den Sprachen individualisierte Kursformate anbieten, die sich aus drei Bestandteilen zusammentun, und zwar einmal dem Klassenraum, dem normalen Unterricht, den wir kennen, dann einer Online-Plattform, wo Lernende selbst lernen können, und dem Element Coaching, in dem jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin 60 Minuten lang die Möglichkeit hat zu sehen, was sind eigentlich meine Lernziele in der Sprache. Und das soll dann zusammengebracht werden, sodass die Lernenden in der selbstregulierten Phase auch mit der Online-Plattform arbeiten können. Wir haben das im letzten Semester in drei verschiedenen Kursformaten ausprobiert. Im Mehrsprachenkurs, der auf dem Anfängerniveau drei verschiedene Sprachen erklärt. Da wirst du gleich nochmal drauf eingehen. Und in Deutsch und in Englisch im B2-Niveau weiterarbeitet an den Kenntnissen, die die Teilnehmer schon haben. Und was so mehr ist als ein ganz klassisches Blended Learning Konzept, ist, dass wir das Coaching absolut in den Mittelpunkt stellen. Davon geht ganz viel aus, und das ist, denke ich, auch das Neue und das Interessante an dem Projekt, dass wir nicht sagen, Mensch, hier sind die vorgefertigten Blended Learning Einheiten und die müssen Sie in genau 8,5 Stunden bis nächsten Dienstag abgearbeitet haben, sondern wir schauen mit den Leuten, was sind ihre individuellen Bedarfe, wo sind die Ressourcen, wie können sie damit am besten umgehen, und machen da ganz viel im selbstregulierten Bereich. Genau, als Beispiel das Mehrsprachenprojekt. Ja, das hört sich spannend an. Drei Sprachen auf einmal gleichzeitig lernen? Ja, das sind drei Sprachen. Das ist Französisch, Italienisch und Kroatisch. Das sind 8 Teilnehmerinnen gewesen, die ab September 2016 alle 2 Wochen im Präsenzunterricht waren und mit einer Lehrwerkstruktur gelernt haben. Und darüber hinaus haben wir im Coaching erarbeitet, warum lernst du diese 3 Sprachen? Okay, du möchtest gerne in den Urlaub fahren. Was sind dann deine Lernziele? Was müssen wir bei dir konkret verfolgen? Was sind deine Ressourcen, die du mitbringst, um gut Sprachen lernen zu können? Und dann haben wir geguckt, welchen individuellen Weg können wir da zusammen gehen. Ich habe einen Blog aufgemacht bei WordPress, den Mehrsprachenblog, und da eine Struktur hinterlegt, die offene Links, die man im Netz finden kann, für alle 3 Sprachen möglich macht. Das heißt, Teilnehmende greifen auf diese Links zu, um dann in der selbstregulierten Zeit, das heißt in der Woche, wo wir uns nicht treffen, damit weiter lernen zu können. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und du hast ja auch eigene Lerninhalte produziert, bist ja im Flip Classroom Modell vorbereitend auf die Themen der Unterrichtseinheiten auch noch eingegangen. Also da kommt ja auch viel zusammen. Genau, was denkst du, wie haben wir das gelöst? Weil du hast das ja ähnlich auch gemacht für Deutsch, für einen Deutschkurs mit dem Coaching. Wie hast du das tatsächlich realisiert, dass die Teilnehmenden da ihre Lernziele erkennen konnten? Was war da die wichtige Form? Also ich fange erstmal an mit den Ressourcen, ja, weil jeder hat irgendwie im Umfeld Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen, Deutsch weiter zu lernen. Und dann ist irgendwo immer so ein ganz abstraktes Ziel. Die Leute sind nicht umsonst bei uns in einem Kurs, ja, nur weil sie Dienstagabend nichts Besseres zu tun haben. Ja, vielleicht, die gibt es auch. Ja. Aber die allermeisten Leute kommen mit einem ganz zumindest vorhandenen Ziel. Ja, und das dann runterzubrechen, zusammen mit den Leuten und sie selbst erkennen zu lassen, was steht eigentlich dahinter, hinter meinen Zielen, und wie kriege ich das auf eine konkrete, operative Ebene. Ja? Und das ist dann nicht einfach nur besser sprechen, flüssiger sprechen, was ganz viele von unseren Fremdsprachenteilnehmern wollen, sondern hinzugehen und zu sagen, dann muss ich halt in Dialogsituationen nicht immer zum Englisch übergehen, so wie ich es jetzt mache, sondern ich spreche wirklich beim Bäcker nur noch Deutsch. Versuche das umzusetzen und auch durchzuziehen. Und da mit den Teilnehmern kommt es auch ein bisschen darauf an, wie reflektiert die sind. Ja, wir hatten jetzt bei uns im Deutschkurs relativ viele gut reflektierte Leute, die das
schon irgendwie für sich drauf hatten. Da fällt es natürlich leichter. Aber grundsätzlich ist das was, was die Leute verstehen. Ja. Aber wäre es nicht auch total interessant, wenn wir aus diesen vielen Sprachen, die wir jetzt schon haben, jetzt machen wir das mit Deutsch, Englisch, Kroatisch, Französisch, Italienisch. Für mich wäre das so ein tolles DigiCircle-Projekt, weil wir da möglicherweise viele Sprachen binden könnten, Kursteilnehmende, Kursleitungen und HPMs binden könnten, die Interesse daran haben, möglicherweise eine gemeinsame Plattform zu entwickeln, auf der wir dann gemeinsam arbeiten können mit Links und das Strategien. Das ist jetzt eine wunderbare Steilvorlage für den DigiCircle an sich. Ich wollte mit euch heute nur mal einen kurzen Einblick generieren sozusagen für andere Volkshochschulen, für andere DigiCircle, dass ihr an einem solchen Projekt arbeitet. Ich würde mich sehr freuen, wenn das euer Leuchtturmprojekt im DigiCircle wird. Und dann lassen wir uns wirklich mal überraschen, aber genau deswegen machen wir erweiterte Lernwelten, dass tolle Ideen und tolle Möglichkeiten, wie wir Präsenz und Virtualität zusammenbringen, entwickeln und ausprobieren und dann möglichst vielen Volkshochschulen zur Verfügung stellen können. Vielen Dank, dass ihr so spontan nach der DigiCircle-Gründung euch noch bereit erklärt habt, kurz das vorzustellen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das hier verläuft. Danke, Stefan. Danke dir, Stefan. Danke. Tschüss.